Wieder auf dem Wasser. Doch, halt, stopp. Da war doch noch was. Eine Sache auf der To-Do-Liste, die ich ungern unterwegs erledige. Also nochmal zurück. Heute ist endlich mal Zeit, diese Simmerringe an der Wasserpumpe zu wechseln. Das war letztes Jahr schon undicht, weil bei Volvo Pinta ist der Ring, der Federring in der Mitte, der ist nicht aus Edelstahl und der gammelt ein bisschen. Und wenn man da Frostschutz reinmacht in das Kühlsystem über den Winter, dann funktioniert das im Sommer ganz gut. Aber wenn es eine Weile steht, fängt das Ding an zu rosten und schließt nicht mehr richtig diesen Gummi ab. Und deswegen habe ich da immer mal wieder so einen Tropfen dran. Und letztes Jahr hat sich das irgendwie gegeben, dann tropft es irgendwann nicht mehr. Aber ich habe trotzdem welche bestellt und habe die jetzt mitgebracht. Und das will ich jetzt mal wechseln. Unglaublich, wie viel Dreck da anfällt. Ja, das gilt halt, das Teil auszubauen komplett. Das sind nur 4 Schrauben. Und dann kann ich das rausziehen. Und dann sitzen da 2 Ringe drauf, 2 Simmerringe. Den einen hier vorne, den gilt es zu wechseln jetzt. Und das ist der, der undicht ist. Neben dem Impeller. Kann ich gleich den Impeller kontrollieren. Auf jeden Fall war das nicht undicht. So, jetzt kann ich die Pumpe hier komplett raus befördern. Hier sitzt das Antriebsrad, was direkt auf dem Getriebe drauf sitzt hier. Und die kleine Wasserpumpe hier antreibt. Kann man noch einmal drehen, dass die auch leer ist. Und hier drin sitzen jetzt diese kleinen Simmerringe. Muss man vorsichtig mit umgehen, damit man die Dichtung nicht kaputt macht. Normal kann man die ersetzen, ich habe noch welche da, aber wenn die nicht beschädigt ist, nutze ich die gerne noch ein zweites Mal. Und hier sitzt jetzt das Rad drin, das Impellerrad. Das scheint noch völlig intakt zu sein. Ich nehme dazu bei so einer Zange, die kann man festdrücken. Das ist eine Schweißerzange. Und dann rutscht man da nicht so mit ab. Das war eingeknickt durch die Kälte jetzt und die Stanze, das richtet sich nachher wieder auf. Aber es sind keine Risse im Gummi. Das sieht noch völlig in Ordnung aus. Ich habe das letztes Jahr schon gewechselt. Ich wechsle sowas nicht pauschal. Ich wechsle das erst, wenn Risse drin sind. Man kann ja ungefähr einschätzen, wie viel Motorstunden das aushält. Und völlig okay. So, und das ist jetzt dieser Simmerring. Der sitzt da drin. Jetzt gilt es, den da rauszuholen. Und zu wechseln. Wichtig ist, dass man wie rum eingebaut ist. Ob mit der Feder nach hier oder andersrum. Also das müsste man sich merken. Die hat mich ein bisschen gequält, jetzt die Welle hier durchzuschieben. Das ging irgendwie sehr schwer. Aber jetzt kann man den anfassen hier oben. Die Welle ist noch nicht ganz raus. Und schon mal den Simmerring hier rausnehmen. Und ich hoffe, ich habe auch den richtigen bestellt.
Das werden wir gleich testen. Naja, scheint die gleiche Größe zu sein. Also wirklich, diese Feder drin ist nicht aus Edelstahl bei Volvo Penta. Und deswegen wird das undicht, wenn der hier anfängt zu gammeln, so wie der hier. Kann man das sehen? Der ist total verfault. Ich habe den auch noch nie gewechselt. Also der ist ja jetzt schon mittlerweile so alt wie das Boot wahrscheinlich. 12 Jahre, ja. 13 Jahre. Okay, und den setze ich jetzt ein. Also die Welle wieder reinschieben ging leichter als das rausholen. Und wenn man hinten leicht mit dem Hammer, ich habe den hinten noch eine Nuss drauf gesetzt. Und dann auf die Nuss raufgeschlagen, dass es dann nicht auf das Zahnrad geht oder auf die Welle hier. Ja, jetzt versuche ich das mal alles wieder einzubauen und genauso wie es vorher war. Impellerrädchen setze ich dann im Nachhinein ein. Dann habe ich dann mehr Handhabe. Und dann mit einem leichten Drehen sitzt das wieder auf dem richtigen Platz. Zack. Ja, probieren wir die Dichtung nochmal. Falls sie undicht wird, kann ich die ja nochmal tauschen. Die ist jetzt nicht beschädigt. Das ist auch nur eine Papierdichtung. Für den Notfall kann man sich die selber basteln. In der Regel ist das gleich dicht und hält dann ewig. Oder es leckt ein wenig und leckt dann ewig. Das wär's. Probelauf. Und dann schauen wir mal. Erst das Sehventil öffnen. Und dann schauen wir mal, ob das dicht ist. Bis so, später. Scheint dicht zu sein. Ja, wieder ein Punkt erledigt. Korrektur. Da fällt mir das ein, dass ich das 2014 schon mal gemacht habe. Mit einem Freund zusammen. Damals war ich noch in Kroatien. Und der hat einen kompletten Satz mitgebracht damals. Die ganze Welle, die Welle. Leute, da gibt es bei Volvo Penta so einen Bausatz, dass man die komplette Welle mit den ganzen Dichtungen rechnet. Stimmt. 2014. Also ist es erst 6 Jahre Betrieb. Okay. So. Aufnahme, Ton läuft. Es läuft noch nicht so wie sonst immer. Moin erstmal. Ich wollte heute ablegen. Bin auch früh aufgestanden. Läuft alles nach Plan. Hat früh noch eine Runde gedreht. Noch überlegt, ob ich was einkaufen muss. Aber ist alles erledigt. Diesel habe ich gestern geholt. Was habe ich jetzt nochmal nachgebunkert heute früh? Da habe ich nochmal geduscht, weil die nächsten Tage ist warm Wasser ja Mangelware. Ich müsste immer für warm Wasser müsste ich dann immer die Maschine anschmeißen oder ein Stückchen Motoren, dann geht das natürlich auch. Ansonsten wird kalt geduscht. Kalt, ja. Ich glaube, das Wasser hat gerade hier so 1 Grad. Ja, jetzt will ich los. Wie gesagt, 2 Stunden. Ich habe hier 12 Festmacher. Jetzt sind noch 3, 4, 5, 6 sind jetzt noch. Das wäre jetzt der Normalfall, aber das kriege ich auch alles hin. Finde hängen alle noch. Aber das werde ich jetzt mal tun. Dass ich endlich ablegen kann. Meine Herren. In 3 Stunden ist wieder Hochwasser. Da kommt das Hochwasser. Dann ist der Strom wieder gegen mich. Aber das muss ich irgendwie noch hinkriegen. Und dann muss ich noch die Segelladen reinmachen. Ich habe zwar die Segel angeschlagen.
aber die Latten noch nicht drin und die beiden Refs, der erste und der zweite Ref, noch nicht drin. Das dritte wird sowieso nicht eingebunden. Das versuche ich jetzt unterwegs noch mal zu machen. Also der Wind ist nicht so doll, 10, 12 Knoten. Mal gucken, das mit den Segellatten muss ich schaffen. So, der. Juhu! Endlich wieder auf dem Wasser. Geht noch alles ein bisschen schwer irgendwie. Läuft noch nicht so aus der Hand. Noch ist ablaufendes Wasser, da will ich mit raus. Wollte mal schauen, was mich draußen erwarten würde. Jetzt haben wir 15 Knoten mit. Jetzt kommt auch noch ein Fischer hinterher. Ich hole schon mal die Genua raus. Das sollte hier reichen. 18 Knoten. Das ist immer der Hammer. 15 Knoten mit. Erstmal noch durch Genua, nur draußen. Ich habe, ich schaffe das nicht, die Segellatten reinzustecken in der Fahrt jetzt. Es ist einfach zu doll Wind. Das flattert mir zu doll um die Ohren. Ich muss jetzt im Wind schießen, aber nicht bei dem Wind. Das funktioniert so nicht. Also wenn er so bleibt, kann ich ja darüber schießen. Das ist ja kein Problem mit Genua. Stärke noch jetzt 5 Knoten. Ja, das reicht. Den Schild von hinten. Soll ja entspannt werden. So, ich habe es doch geschafft, die Segellatten reinzumachen. Ja. Und jetzt werde ich doch das Großsegel hochnehmen, das reicht nämlich nicht aus. Sind es nur 10 Knoten jetzt hier. Ja. Vorbereitet.
funktioniert. Segeln ist eigentlich wie Fahrradfahren, aber manchmal vergisst man doch einiges. Ja, fast geschafft. Der Lona Fjordur. Das ist Fjord mal 3. Ich habe mich für den entschieden, weil morgen Wind kommen soll, richtig doll Wind. Oder in den nächsten 2 Tage, morgen Mittag geht's los. Und der Fjord 3 hier, der Lona Fjordur, ist wohl der beste oder der sicherste. Ist nicht der schönste, weil man von hinten, von der Ecke hinten nicht rausgucken kann. Also man ist dann komplett umgeben von Bergen und alles. Ja, jetzt bin ich 6 Stunden unterwegs. So war das auch geplant. Bin ein bisschen spät los. Hab zwischendurch noch ein bisschen Windstille abgefasst. Also musste 2 Stunden Motoren. Aber ich konnte auch Dorsche angeln. Also ich habe jetzt 7 Dorsche wieder. Die werden eingelegt, gebraten, gebacken und ja, was noch ist getrocknet vielleicht noch. Ja, die Genua kann ich jetzt wohl einholen. Das geht wohl nicht mehr. Genau vom Wind. Und immer noch 12 Knoten Wind hier. Also erstaunlich. Vorhin war wenig, gar nichts. Und jetzt hier in den Fjord rein. Zwängt sich der Wind doch ganz schön zwischen die Berge. So sieht es auf der Karte auf. Die grünen Linien sind vom letzten Jahr. Und jetzt ziehe ich hier 2021, ziehe ich jetzt hier die neue. Ich bin leider nicht alleine. Da hinten ist schon ein Segler da, das ist die Aurora. Eine Charterjacht und die, ja, die fährt immer mit vielen Gästen raus. Und die ist heute hier angekommen und hat sich auch für den Fjord entschieden, weil er doch, wie gesagt, recht sicher ist, also was die Wellen angeht. Und Wetter ist wie angesagt, bedeckt. Und morgen soll es vielleicht noch schneien oder die nächste Tage wird es auch noch kalt. Da geht's raus. Jetzt raus in die Ecke, da kommen wir jetzt her, hier rein. Hier gibt es keine Seekarten für den Fjord, hier ist alles weiß, keine Tiefenlinien. Und ich habe mir da ein paar Punkte gesetzt und die fahre ich immer genau ab. Und das sollte eigentlich passen. Hinten habe ich schon 3 Markierungen gemacht. Ich habe schon mehrmals geangelt, immer die gleiche Stelle. Ja, jetzt steht die Genua schon falsch rum, die hole ich jetzt mal ein. Macht ja keinen Sinn. So, die Lose rumklappert. Läuft doch nicht alles so glatt. Ich habe noch, das sieht hier aus wie bei X-Trip unterm Sofa. Bisschen mühlig noch. Überall liegen Schoten rum. Die Festmacher habe ich noch nicht weggeräumt. Ich bin froh, dass die Fender einen Platz gefunden haben erstmal. Das erste und das zweite Reff habe ich schon eingebaut erst. Ja, eine halbe Stunde sind wir da. Ich freue mich.
Ja, normal Ankerschalter weiter drin. Aber da vorne liegt die Aurora. Erstaunlich ist, dass der Wind hier von vorne kommt. Eigentlich sind wir so reingefahren mit Rückenwind und jetzt kommt das aus dem Fjord raus hier. Ah, juhu. Erster Ankerplatz in diesem Jahr. Und hier will ich ja länger bleiben. Jetzt kommen erst vor zwei Tagen Unwetter. Der eine im Kajak, heute in Isar, hat gesagt, das kommt ein Hurrikan. Habe ich so nicht gesehen, aber der Anker hält erstmal. Und ich werde jetzt, ich habe 40 Meter Kette jetzt. Wir haben jetzt 8 Meter Tiefe. Ja, dann ist es aber auch nicht ruhiger. Ich werde dann ein bisschen für die 10 Meter nach raus. Ich habe 55 Meter Kette habe ich. 10 Meter 50 müssten jetzt reichen. Also das, ja, mehr habe ich sowieso nicht. Ich glaube, es ist gerade Wechselwasser. Das, Wasser plätschert so. Es ist immer so bei Gezeitenwechsel. Ist eine Stunde später nach Isar. Und bei Gezeitenwechsel macht das Wasser immer. So, Feierabend. Erster Ankerplatz, ich habe es geschafft. 6,5 Stunden, glaube ich. Ich guck gleich nochmal. War auch so geplant. Der Lohnafjordung. Das ist der sicherste. Dadurch, dass die zwei Tage jetzt hier ordentlich Wind kommt. Aber wenn die Aurora sich auch mal hierhin verzieht, dann denke ich mir, die kennen sich aus, sie fahren hier öfters, dann ist das wohl gut. Muss man ja gucken. Das funktioniert hier nicht so richtig. Ich drehe mich dauernd auf der Stelle. Ein bisschen Wind. Und die Strömung ist dagegen, also Strömung gegen Wind hier, ein bisschen kappelig. Und mal ist die Aurora auf der Seite und mal auf der Seite. Schau mal, jetzt wird es dunkel. Ankerlicht brauche ich hier nicht machen. Hier kommt keiner. Das ist wohl sinnlos. Die GoPro muss ich noch reinholen, die hängt nach draußen. Was ich nicht gemacht habe für meine nächsten 40 Tage oder für meine Quarantäne, ich habe nicht meinen Gasvorrat aufgefüllt. Also ich habe genug Flaschen, denke ich. Ich müsste noch 3 Flaschen haben. Ja, damit komme ich gut hin. Also, pro Monat brauche ich eine, vielleicht mit Brotbacken brauche ich vielleicht 2 Flaschen. Ja, damit komme ich gut hin. Aber das habe ich nicht aufgefüllt, das muss ich beim nächsten Mal machen. Ein bisschen auf Vorrat sorgen. So, jetzt drehe ich mich gerade wie verrückt hier. Ja, habe hier nebenbei Ankeralarm laufen. Zweimal, einmal auf dem iPad und einmal auf dem Handy. So, man ist halt ziemlich unsicher das erste Mal, finde ich. Also ich bin immer aufgeregt. Das erste Mal ankern. Schauen wir erstmal, wohin es das treibt. Was mache ich mir zu essen heute? Ich habe ein bisschen Dorsch gefangen. Das heißt ein bisschen. Ich habe 7 Stück gefangen. Und das werde ich einlegen und das werde ich heute noch alles machen. Aber was eigentlich wollte ich heute Chili con Carne kochen, aber das ist jetzt gleich um 9. Ich glaube nicht, dass ich da noch groß was anfange zu kochen heute. Ja, die Kette rumpelt und der Wind gerade geht. Der ist ja wieder heil. Super. Jetzt habe ich mit den Fischfingern die Kamera angefasst. Glaub's ja aber nicht. Ich habe mich doch entschieden, das Filet erst zu machen, bevor ich Armut esse. Das sind auch wieder Filets. Weiß gar nicht, als wenn ich noch Besuch bekomme. So für habe ich wieder zum Verputzen hier. Ahoi!